Ich war heute im echten Harry Potter Haus, wo Harry geschlafen hat und die echten Briefe von Hogwarts bekommen hat. In London gibt es eine Studiotour von den Harry Potter Filmen, wo du ganz Hogwarts sehen kannst. Ich wollte schon immer mal sehen, wie es in diesem Nachtbus wirklich drinnen aussieht. Und Butterbier wollte ich auch unbedingt mal probieren und es war endlich an der Zeit. Es hat mich ein wenig enttäuscht, muss ich ehrlicherweise sagen, aber dafür hat mich das nächste umso mehr begeistert. Du konntest ins Gewächshaus reingehen, wo du diese Sachen auch rausziehen konntest. Und wisst ihr, wo noch reingehen konntet? Ins Harry Potter Haus. Da haben sie diese witzige Szene nachgestellt und ich hab's geliebt. Als Kind wollte ich unbedingt immer mit diesem Auto fliegen und in die Gringotts reingehen. Und heute hat sich das endlich erfüllt. Ich konnte in diese Gringotts Bank einfach spazieren. Und da waren voll viele Details, wie diese Briefe, die Kobolde waren da. Ich dachte, es geht nicht besser und ich komme auf einmal in der Winkelgasse an. Da war Ollivanders, da war einfach dieses Süßigkeitengeschäft von den Weasleys. Und genau wie im Film kam da auf einmal ein Hase raus. Also alles hier ist Detail pur. Sogar das komplette Hogwarts-Schloss wurde nachgebaut. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen.